Sie sind süß, sie sind liebenswert und die 26 Milliarden Aufrufe der über 2 Millionen YouTube-Videos, in denen sie herumtollen, hüpfen, klettern, sich vollstopfen, anschleichen, kratzen, maunzen und schnurren, beweisen eines. Katzen sind sehr unterhaltsam. Doch dieses Katzenverhalten, das amüsant wie verblüffend ist, wirft bei vielen von uns die Frage auf, warum tun Katzen sowas? Schon immer waren Katzen sowohl einzelgängerische Jäger kleinerer Tiere als auch Beute größerer Raubtiere. Als Jäger und Beute zugleich hing das Überleben ihrer Spezies von instinktiven Verhaltensweisen ab. Und die beobachten wir auch heute noch bei Wild- und Hauskatzen. Das Verhalten deiner Katze Grismo mag dich verblüffen. Aber in der Wildnis würde dasselbe Verhalten, das Katzen über Jahrmillionen entwickelt haben, aus Grismo eine Superkatze machen. Dank ihres einzigartigen Muskelaufbaus und des ausgeprägten Gleichgewichtssinns können Katzen auf hohe Aussichtspunkte klettern, um ihr Revier zu überblicken und Beute zu erspähen. Grismo braucht diese Fähigkeiten nicht, um das Abendessen in ihrem Napf zu finden und zu erjagen. Aber auf das Bücherregal zu klettern, um von dort aus das Wohnzimmer zu überblicken, ist ein instinktives Verhalten. Als wilde Raubtiere jagen Katzen immer, sobald Beute vorhanden ist. Da die meisten Beutetiere klein sind, brauchen Wildkatzen mehrere Mahlzeiten am Tag und ihre Strategie ist anschleichen, springen, töten und fressen. Darum jagt Grismo so gern kleines Spielzeug und frisst über Tag und Nacht verteilt viele kleine Portionen. In ihrer natürlichen Umgebung verstecken sich kleine Beutetiere meist in winzigen Nischen. Das erklärt Grismos Vorliebe dafür, in Behälter und Öffnungen zu greifen. Sie wird dabei von der gleichen Neugier angetrieben, die ihre Art seit vielen Millionen Jahren das Überleben sichert. Wildkatzen brauchen scharfe Krallen zum Klettern, Jagen und um sich zu verteidigen. Indem sie ihre Krallen wetzen, bleiben diese einsatzbereit. Und die Katzen strecken zudem ihre Rücken- und Beinmuskeln und bauen sogar Stress ab. Grismo hat also nichts gegen Sofa, Stuhl, Polsterhocker, Kissen, Vorhänge und alles andere in ihrer Umgebung. Sie reißt diese Dinge nur deshalb in Fetzen und hält damit ihre Krallen in Topform, weil ihre Vorfahren genau das Gleiche getan haben, um zu überleben. Als Beutetiere entwickelten Katzen gute Fähigkeiten, um zu entkommen. Denn in der Wildnis überleben vor allem die Katzen, die ihren Feinden entwischen. Deine Hauskatze Grismo ist daher eine Expertin darin, sich in kleine Nischen zu zwängen und sich an ungewöhnlichen Orten zu verstecken. Aus dem gleichen Grund bevorzugt sie auch ein sauberes Katzenklo. Die Wahrscheinlichkeit, dass herumschnüffelnde Raubtiere ihren Aufenthaltsort finden, ist so geringer. Bei allem, was wir über Katzen wissen, scheint eine ihrer auffälligsten Verhaltensweisen noch immer die geheimnisvollste zu sein. Katzen schnurren. Und zwar aus vielen Gründen. Sei es aus Freude, Stress oder Hunger. Die Schnurrfrequenz einer Katze liegt zwischen 25 und 150 Hertz und damit in einem Bereich, in dem die Regeneration von Gewebe angeregt wird. Ihr Schnurren macht Grismo zu einer exzellenten Schlafbegleiterin. Aber möglicherweise heilt es auch ihre Muskeln und Knochen und vielleicht sogar deine. Im Laufe der Zeit entwickelten sich Katzen sowohl zu Jägern, die töten, um zu fressen, als auch zu Beutetieren, die fliehen und sich verstecken, um zu überleben. Unsere Hauskatzen haben sich also viele der Instinkte bewahrt, die ihre Spezies über Jahrmillionen in der Wildnis entwickelt hat. Das erklärt einige ihrer scheinbar seltsamen Verhaltensweisen. Für sie ist unser Zuhause ihr Dschungel. Aber wenn dem wirklich so ist, wer sind wir dann in den Augen unserer Katzen? Große, haarlose Katzen, die mit ihnen um dieselben Ressourcen konkurrieren? Dumme Jäger, die sie täglich überlisten können? Oder halten sie uns für die Beute? Wenn du mehr über seltsame Geschöpfe, unbekannte historische Persönlichkeiten, Geheimnisse des Weltraums, seltsame Fragen über den Körper, die du nicht laut stellen willst, knifflige Rätsel und noch viel mehr erfahren willst, dann abonniere unseren Kanal. Bleib neugierig, bleib informiert.